Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, ich sitze im Auto und ich drehe euch mal die Kamera. Und es regnet. Wir wollen heute nach Potsdam wieder. Und ich bin gespannt, wie das hier mit dem Regen wird. Ich soll heute wieder auf Barsch gehen. Ich hole erstmal Leon ab und dann geht's auf nach Potsdam. Leon habe ich eingesackt und wir fahren jetzt nach Potsdam. Es soll auf große Barsche gehen. Ich hoffe, diesmal läuft es besser. Letztes Mal war es ja so. Tauwürmer sind trotzdem dabei als letzte Lösung, falls wirklich nichts auf Kunstköder geht. Und ja, ihr seid dabei. Wir machen uns auf den Weg. Let's go! Und da haben wir auch schon den ersten Fisch. Ein ganz kleiner Barsch. Also ein kleiner Barsch. Aber beim ersten Wurf und auf einen neuen Köder, den Köder werde ich euch jetzt wahrscheinlich mal einblenden. Ist das krass. Geil. Jetzt muss nur noch Leon auch nachlegen. So, und da haben wir den Jorge, Bruder. Da haben wir den zweiten Barsch und der hat sich den Köder auch voll reingezimmert. Ah, der Debris. Ja, die Barsche füttern wir nicht. Endlich. Junge. Ja, Junge, Junge. Junge, geil. Ich glaube, mein größter waren irgendwie 35 oder so. Ja, aber hier. Hier, dann ist das der größte. Schaut euch das an, Leute. Geil. Ein richtig schöner Barsch. Mega. Und hier so direkt, einfach direkt im Freien. Einfach großartig. Richtig schön. Na dann, der darf zurück. Der, diese Plumpser, Digga, von diesem Ding. So, Leon hat sich auch entschneidet. Oh nein, aber quer gehakt hier. Nee, der geht im Mund. Ja, sehr schön, wir sind alle entschneidert. Sehr fresh. Erster Wurf von Leon hier. Boah, Digga. Das ist jetzt schon der zweite an diesem Einlauf hier. Das ist so. Das hat niemand gesehen. Das ist alles auf Cam, ist das. Am nächsten Barsch. Ich hab's gesagt. Aber ich schön gefärbt. Ich hab unter den Baum geworfen. Die sitzen unter dem Baum drunter. Ich hab gerade unter den Baum geworfen. Boah, das ist eine geile Farbe. Das ist auch so lila, ne? Digga, der hat aber sich auch komplett reingeschallert, Digga. Geil. Junge, was für eine schöne Farbe. Das meine ich, die wollen richtig langsam anscheinend, Dennis. Junge, das war... Junge, das macht mich nett. Aber die kamen halt auch von unten einfach dann raus. Ja, das meine ich ja, die sitzen auf dem Grund. Ich glaube, du musst noch langsamer führen. Zwei, drei Schläge und dann stehen lassen für 10 Sekunden. Weil im Winter war das die gleiche Angler, die wir im Winter gemacht haben mit den Fischspätzigen. Die haben nur Böse gebracht. Du hast ja gesehen, den großen, den ich glaube. Ja. Digga, der kam dreimal hinterher und der stand nur still, der Köder. Nein. Junge, hab ich mich erschrocken, wie der da auf einmal aus dem Nichts kommt. Ja, vor allem wie ich bei dem Barsch, Digga. Ja, Junge. Also, ihr solltet diesen Spot aus dem letzten Video kennen. Hier haben wir schon Plumpsangeln gemacht. Und das gleiche machen wir jetzt. Oder mache ich zumindest auch wieder. Schön mit Tauwurm auf Grund. Genau, die anderen beiden sind erstmal noch mit Kunstködern unterwegs. Ja, dann schauen wir mal, ob hier endlich vorne wieder was geht. Ja,
Ja, Junge. Lass mich ihn das schnell mit der Hand in den Achtung so. Ja. Sehr schön. Geil. Ich hab noch nie mit Freeric geangelt, Alter. Krebs, Digga, auf so ein Ding. Das war sogar der erste Wurf, ne? Erster Wurf. Und Digga, auch ganz langsam geführt. Anton. Oh, hast du noch so eine Fahrt zum Bauen? Ja, warte gleich. Ey, geiler Fisch. Junge, der herrlich. Erste größere. Und der hat ganz, ganz vorsichtig. Junge. Oh, Junge, aber ganz vorsichtig gebissen. Geil. Und Unterlippe. Geil, geil, geil. Schön auftauchen um Leute. Junge, gar nichts gespürt. Ah, herrlich. Jojo. So, der darf zurück, der ist. Der darf seine Mutti vorbeischicken. Also wir sind jetzt wieder dazu gewechselt, ein bisschen Plumpsangeln zu machen. Was ist das denn? Das ist eine Grundlage. Und das ist, hast du noch einen Dropshot irgendwas oder einen Carolina Rig vorgebunden? Junge, auch bei mir, guck dir das an. Die Spitze. Aber häng nicht. Boah, das haben wir einen schöner. Sehr fresh, muss ich sagen. Freunde, ich hab. Junge, Alter. Okay, also dafür, dass der so abgezogen hat. Ja, halt dich mal ran. Junge, guck dir die andere Route an. Was? Junge, oh, das ist schon. Ich sag's euch, vorhin der Plumpsangeln, guckt euch diesen schönen Barsch an. Oh Junge, und an der nächsten. Guck. Siehst du das? Mhm. Ey, gib mal die Route rüber, gib die Route. Warte. Jo. Ey. Oh, Junge, die haben schon schöne Kampfkraft. Und an der weichen Route. Oh. Ja, aber die sind aber auch echt schön gezeichnet. Guckt euch, aber länglich und sehr dünn. Sehr schlank. Na, Bre, du bekommst es. Die Barsche bekommst du nicht. Auch wenn du drauf wartest, aber für dich gibt's keinen Barsch. Jo, schon wieder? Hängt der? Hängt? Das ist was Größeres, oder? Doch, das ist was Größeres. Oh, Junge, live bist. Ja, ein größerer, ein etwas größerer. Boah. Der ist richtig fett. Der ist richtig fett. Siehst du, Leon, jetzt hast du auch deinen schönen Barsch heute gefangen. Ich war der Erste, danach Anton, jetzt du. Was wir da haben, deine 25? Ja, er hat 10 von 20. 27. 27, sehr schick. Sag euch mal schnell, wie das geht, ja. Ja, ja. Oh, Junge! Boah, Monster da. und live, vor allem live bist. Ach, der, ich liebe das an so einer UL-Route, die so richtig schön weich. Oha, oha, das ist doch ein schöner. Junge! So muss das laufen. Und wie Leon. Die ganze Zeit und ich hab den größten bis heute. Geil. Und wie Leon gesagt hat, Dropshot, Stück Wurm. Ja, ist das geil. Geiler Fisch. Guckt euch das an. Schön gezeichnet, sehr, auch wieder sehr dünn, aber. Plumpsen. Einfach nur plumpsen. Digga, das haben wir bis jetzt die ganzen Tage wie bei dem Pott schon nur gemacht, Digga, weil es eh nichts gebissen hat, Alter. Oh, Jo! Junge, leicht. Oh, das scheint. Mhm. Junge, das scheint. Oh. Nee, das ist kein roter. Das ist ein roter, guck mal, wie ist die Angel liegt. Ja, Junge, die ist einfach nur mega, weil ich. Naja. Ja, Junge, schon wieder live bist. Wenn der wird ja mal besser hier. Digga, das, der kommt an meinen ran, Alter. Ist das gut, oder? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Nur die Kleinen. Ja. Starke. Oder nicht Zander, oder so. Eigentlich schon, ja, aber es ist halt generell.
Naja. Boah, der ist hier kannst du mal machen und so. Der ist dick. Der ist richtig dick und vor allem ist der schön gezeichnet. Ja. Der ist da drunter. Ich hab Fisch dran, aber der ist da drin. Echt jetzt? Oh, das ist ein besserer. Das ist ein besserer. Scheiße, Nein. Doch, ich hab nur die Kitscher. Nein. Ey, warte. Oh, Junge. Ich glaub, das ist der 30er, Anton. Scheiße, dicker Fisch. Ja, ey, ich könnte kotzen, Bruder. Guck mal, so schnell geht meiner. Ist schon. Ja, ja, hier, hoch, Alter, hier. Ich zieh das nicht mit der Route hoch, Alter. Junge, ey, Digga, der scheiß Ding. Danke dir. Alter. Oh Mann. Digga, was ist das überhaupt für ein scheiß Zeug, was da drin ranschwimmt, Alter? Das ist geil. Digga, der hängt ganz knapp, Alter. Ab auf die Scale damit. Digga, das ist 29er. Dich doch mal an. Das ist ein 29er. Oh Junge! War das? Das ist ein 29er, Anton. Aber es ist wieder so ein kleinerer. Frequenz an den Anton, wenn ich das. Okay, das ist wirklich eine Fritte. Digga, wo hab ich das seit. Oh Gott, Digga, wo hab ich den angehauen? Junge. Ich bin es, Alter. Ausgelegt und abgefangen. Junge, Leon reißt heute einfach alles ab. Einfach großartig. Besser als letztes Mal. Heute deutlich mehr Barsche. Junge. Nein. Das ab. Und der Wurm auch. Ah, Freunde, guckt euch diesen Barsch an. Also der hat seine 30 definitiv. Anton! Na, pack mal auf die Scale. Der hat seine 30. Der hat seine 30. Seine 230. Junge. Kursköder gewechselt, Digga. Ja, hab ich. Also, der nächste größere Mal. Sehr schick. Vielen Dank. Kannst du mir kurz helfen mit dem Catcher, dass ich ihn rausnehme? Ja, klar, was soll ich Catcher halten? Lass mal kurz den Haken hier nur aus dem Catcher rausnehmen. Ausmachen. Jo. Ich leg ihn einfach wieder ein. Schönes Ding, Alter. Warte, hier. Lass mal messen. Kriegst du es hin, Leo? Sie möchte wegschmeißen. Oder mitnehmen. Weiß ich noch nicht. Ha, wenn wegschmeißen, gib mir bitte. Diese Erlaubnis, so klein auch. Diese kleine Zander, diese Barsch. Ja? Ich weiß. Ja, das Erlaubnis. Ich weiß. 32. Muss man auf Anton warten. Wenn Sie wegschmeißen, gib mir bitte. Ich möchte es. Das muss sein, für er muss entscheiden. Ja. Er entscheide. Ist eigentlich schon zu groß fürs Essen. Ja, gib mir. Ja? Okay. Der größte heute, oder? Ah, okay. Sehr schön. Nicht der größte heute. Warte. Ja. Gott, das Bild habe ich mich erschrocken. Ist raus. Aber der war es wieder. Haken direkt gelöst. Okay. Sehr schön. Gib mir die Route her. Gib mir die Route her. Ich kurbel raus. Dann auf die Scale. Hau drauf den schönen. Ich hab mich erschrocken. Mein Gott, ist aber auch dünn wie nix. Der hat 30 maximal? 32? Ja, 30 genau, oder? Jo. 31. Nimm mal deine Hand da weg, so. So, da haben wir nochmal eben, wir haben eben drüber gesprochen, Leon soll noch nachlegen. Leon legt nach. Alter, mach mir auf die Scale, warte mal. Lass mich erstmal den Twitch-Beater rausholen. Digga, der hat den absolut reingeschallert, Alter. Hier sind auch noch große. Hey. Sportzange. Nein, den kriegst du nicht raus. Lass mal, natürlich. Das draußen. Oh, also, okay. Ja. Dann pack die Scale auf den Kescher drauf. Nee, komm. Falls er runterrutscht. Mach mal. Nee, pack die mal schon auf den. Oh, der hat mich richtig erwischt, Alter. Nicht. Richtig erwischt, lass mal. Leg mal rauf. Der hat 40. Nee, oder? Nee, hat er nicht. Nee, das nicht. Oh, aber fast.
Wie viel? 38. 38. Jo, guck ihn. Leon legt nochmal nach. Ey, was ist denn jetzt los? Jo. Leon legt nochmal nach. Oh, Bruder. Das ist ein 30er. Ja, 30er brauchen wir nicht messen, oder? Wir sind nicht. Am Ende ist er wirklich wieder 32. Ja, hat das safe. Hol mal dann einfach noch den Maßband raus. Jo, okay, ich hab's gerade nicht. Ich hab gerade nichts am Start. Das ist 200% der 30er oder der 29er? Nein! 29er? Nein! 29er? Nein! 29er? Nein! Ja, ist doch okay, reicht doch. Ja, dann schauen wir mal, was hat denn der gute Barsch? 32! Digga, jetzt einfach der dritte. Ey, der kann zurück, weil er schwimmt wieder. Junge, keine Minute! Scheiß doch drauf! Keine 5 Minuten später, Leon, im nächsten Barsch! Und auch ich konnte dann endlich meinen 30er fangen mit einem Köder von Leon. Ich weiß nicht mehr ganz genau welchen, aber ich konnte den 30er fangen. Wie ihr seht, da läuft aber schon ein bisschen Blut aus den Kiemen raus. Und dieser Fisch ging an die gute Dame, die Leons Fisch haben wollte, den er zurückgesetzt hat, weil der halt zu groß war, beziehungsweise der halt für Nachwuchs sorgt. Und so durfte mein 30er in ihre Küche wandern und ich hoffe, er hat ihr geschmeckt. Sie war mir auf jeden Fall sehr dankbar dafür. So, damit ist unser Angeltag heute beendet. Es war einfach großartig. Einfach letzten Würfe noch ein 30er Barsch. Leon hat nachgelegt. Junge, es ist einfach grandios gewesen. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Und ja, lasst gerne ein Like, Abo da. Folgt mir auf Instagram. AnglerTV287 ist unten verlinkt. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer AnglerTV.